Viele Menschen glauben, dass Gott sie heilen kann. Natürlich, er kann. Er kann Segen geben, er kann versorgen, Gnade schenken, befreien. Er kann heilen. Selbstverständlich. Aber sie kämpfen an dem Punkt, will er mich heilen? Will er, dass ich gesund bin? Und vielleicht hast du auch davon gehört, dass man dir gesagt hat, Gott möchte, dass du krank bist. Er möchte dich dadurch irgendwie formen. Nun, wenn die Krankheit tatsächlich von Gott ist, dann solltest du dem nicht widerstehen, indem du zum Arzt gehst oder Medizin nimmst. Stimmt's? Das ist ein bisschen komische Ansicht. Aber das kommt daher, dass manche Menschen einfach nicht wissen, wie gehe ich mit der Krankheit um? Will Gott wirklich, dass ich gesund bin? Will er mich wirklich heilen? Nun, unser bestes Vorbild ist natürlich Jesus, wie er auf dieser Erde wandelte. Und was hat er getan? Wo immer er hinkam, hat er Krankheit, Gebrechen, Schmerzen, was auch immer, im körperlichen, im psychischen Bereich, attackiert. Er hat die Menschen frei gemacht. Er hat sie von Krankheitsmächten befreit, in welcher Art auch immer. Und ich möchte mit dir einige Verse aus dem Matthäus-Evangelium anschauen, nur Matthäus, wo wir lesen können, was geschah, wenn Jesus in einen Ort kam. Da heißt es, er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie alle, Scharen von Menschen. Scharen kamen mit ihren Gebrechen, jedweder Art, und es heißt, er heilte sie alle. Er hat keinen großen Unterschied gemacht bei den Menschen. Der ist es wert, der ist es nicht wert. Der hat ein bisschen besser gelebt, der nicht so gut. Das ist ein Mann, das ist eine Frau, der ist alt, der ist jung. Nein! Wer immer zu ihm kam, empfing diese Befreiung, empfing diese Heilung. Und so geht es weiter. Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem Wort die Geister aus und heilte alle Kranken. Alle heißt alle. Und die Leute kamen zu Tausenden zu ihm, weil natürlich sein Ruf in die ganze Gegend ausging. Und man wusste, dort ist bei ihm, können wir Heilung empfangen, können wir Erlösung, Befreiung empfangen. Das ging wie ein Lauffeuer um sich. Die Menschen kamen, weil die genau das brauchten, weil sie genau das empfangen wollten, und das gilt bis heute. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Alle Leiden, alle Gebrechen, alle Schmerzen. Wo immer er hinkam, er heilte alle. Gute und weniger gute. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Uns als den Nachfolgern Jesu ist das gegeben. Wir haben als Christen die Aufgabe und die Position, die Menschen, die zu uns kommen, Heilung zu bringen. Vielleicht ist das in deinem Leben noch nicht freigesetzt. Auch in unserem Dienst ist das noch nicht so freigesetzt, wie wir das gerne hätten. Aber wir bleiben dran, wir beten dafür, wir strecken uns danach aus, dass wir sagen, Herr, wenn du sagst, dass alle Krankheiten, alle Leiden, alle Gebrechen, alle negativen Beeinflussungen etwas sind, was vor deinem Namen und vor deiner Autorität fliehen muss, dann strecken wir uns danach aus, dass das tatsächlich geschieht. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass genau das geschah. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Das ist in der Apostelgeschichte. Und das ist das, was für uns heute gilt. Ich kann dir eins sagen, Gott will dich heilen.
Er will, dass du dich danach ausstreckst. Er will es. Und wenn du das verstehst und im Glauben erfasst, dass er dir nicht Krankheit gibt, sondern dass er dir Heilung schenken will, dass das dein Erbteil ist, dass das dir zusteht als ein Kind Gottes, dann wird das dein Gebetsleben und dein Glaubensleben ändern und du wirst anfangen, dich danach auszustrecken. Und ich bin sicher, dass der Herr diese Heilung dir zur rechten Zeit auch, wie auch immer, zukommen lassen wird. Durch Menschen, durch sein übernatürliches Eingreifen, in welcher Art auch immer. Wir strecken uns danach aus, dass wir dorthin kommen, dass Heilung wirklich freigesetzt ist, wenn wir beten. Und ich lade dich ein, dass du dich da mit uns einklingst und erwartest, dass auch hier in unserer Zeit, in unserem Land, in unserer Situation in der Christenheit, es dahin kommt, dass der Herr alle Leiden, alle Krankheiten heilt und alle, die dämonisch besessen sind, befreit. Das ist doch eine gute Nachricht. Gott hat mehr für dich.